Oh, hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde. Weitere Episode von mir. In der letzten Episode habe ich den Priester hier gemacht. Ja, und leider hat es nicht so funktioniert, ne? Ich habe den Fehler gemacht, oft diesen Spell hier am Anfang zu spielen. Und dann hatte ich keine Mana-Kristalle mehr, um die aggressiven Dinger des Gegners abzuwenden. Ich habe da auch gegen viele Aggro-Decks gespielt und das war halt dann doof. Dann konnte ich keine Sachen machen. Ich glaube aber, wenn ich das nächste Mal spiele, würde das schon besser laufen. So, ihr seht hier an der Deckliste auch die Reihenfolge meiner Videos, was ich alles so gemacht habe. Ich glaube, Lean's Discard ist ja ein selbstgebautes Deck von mir. Das habe ich zweimal gemacht, weil ich da zwei verschiedene Versionen von habe. Aber diese ganzen Decks hier werdet ihr auch in meiner Video-Playlist finden. Und ja, man sieht, es fehlt der Paladin. Und noch einer fehlt. Ich glaube, der Paladin und ich sehe es gerade nicht auf Anhieb. Druide, genau. Druide fehlt auch, ja. Und dann gucken wir doch mal, was jetzt am sinnigsten ist. Also Paladin, Druide habe ich noch kein Deckformel-Deck gezeigt. Deswegen gucken wir jetzt erstmal beim Paladin rein. Aber da fehlen zu viele, ne? Also da fehlen mir zwei legendäre Karten. Ich könnte die jetzt theoretisch herstellen, weil ich habe 4000 Dust. Aber das ist natürlich auch wieder eine Hausnummer, ne? Und dann auch noch zwei epische Karten, die mir fehlen. Boah. Endlose Armee fehlen mir auch zwei legendäre. Das heißt, für einen Paladin ist schon mal schwierig für mich zu machen, momentan leider. Druide. Gucken wir mal in Druiden rein. Wilde Raserei. Da fehlt mir eine legendäre. Ne, zwei, auch zwei legendäre. Puh. Und hier, Rache des Waldes. Da fehlen mir jede Menge epische Karten. Ach ja, das war dieses Baumdeck. Ah. Klassischer Druide. Da eine neue Karte drin? Ich glaube nicht. Nee. Dann mache ich ein eigenes Deck. Keine Deckformel. Da mache ich ein eigenes Deck des Paladins und versuche da in erster Linie Rambazamba-Karten einzubauen, damit wir die mal sehen. So, wir haben hier Kampfschrei. Wandelt bei eurem Helden alles Leben bis auf eins in Rüstung um. Die wollen wir auf jeden Fall haben. Im ersten Zug verstohlen. Nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt, ruft ihr einen Tiger mit Werten entsprechend der Zauberkosten herbei. Ja, den können wir auch mal machen. Dann wird das eher so ein Zauber-Paladin, denke ich. Lean's Zauber. Ne? Weil hier, dann haben wir ja kein Leben mehr und Rüstung, dann wollen wir uns ja wieder hochheilen. Also da brauchen wir Zauber und hier brauchen wir auch Zauber, damit wir die beschwören können. Was haben wir hier? Kampfschrei plus 4 plus 4 und Spott, wenn ihr in diesem Spiel 10 Leben wiederhergestellt habt. Ja, easy, das schaffen wir auf jeden Fall mit dem Deck. Überwältigen verleiht einem Diener auf eurer Hand plus 2 plus 2. Yo, das nehmen wir auch mit. Was haben wir hier? Epische Karte für 7 Mana. Entdeckt einen Diener, der 6 kostet. Ruft ihn mit Spott und Gottesschild herbei. Ja, packen wir auch mal rein, weil es ein Zauber ist. Euer Held ist bis zu eurem nächsten Zug immun. Ah ja, das war das, was wir auch in dem Kartenreview uns angeguckt haben. Das ist so ein bisschen wie Eisblock. Packen wir rein. Stellt 4 Leben wieder her. Zieht eine Karte. Packen wir rein. Waffe, Kampfschrei, fügt eurem Helden 5 Schaden zu. Nee, das möchte ich nicht. Dann haben wir hier noch jede Menge neutrale Karten. Aus dem Rambazamba. Aber wir möchten vor allem leben. Zieht dieses Mal eine Karte, wenn ihr eurem Helden mindestens 3 Leben wiederhergestellt habt. Okay. Lebensentzug, Kampfschrei verursacht einen Schaden. Oder stellt zu Beginn eures Zuges bei diesem Diener 2 Leben wieder her. Nee, das gefällt mir alles nicht so. Dann mache ich mal Heil für Heilung. Gibt es nichts, okay. Ich wüsste jetzt auch nicht aus dem Kopf, welche Rambazamba-Karten hier noch. Oh ja!
Der Bananenschelm könnte doch eigentlich ganz cool sein, weil wir erhalten zwei Bananen auf der Hand und das sind ja auch Zauber, ne? Warte mal. Zauber. Was passiert denn da? Zauber. Fügt dem feindlichen Helden am Ende des Zuges zwei Schaden zu. Okay. Kampfschrei entdeckt einen Zauber, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Okay. Zauberschaden plus 2, wenn sie verletzt ist. Okay. Ja, okay, das hilft uns auch nicht weiter. Wenn ich zu Beginn eures Zuges diesen Diener und erhaltet 8 Rüstungen. Etc. etc. Ich möchte auf jeden Fall noch den Bananenschelm haben. Jeder Spieler, die Gummi, Ding des Gegners. Verstohlenheit, kann schon mal melden. Sind zu Murlocs. Ruft einen weiteren Arena-Gast. Ruft dann den Jagdhund. Ruft zwei Fledermäuse herbei. Ist natürlich auch niedlich, aber ich glaube, das können wir nicht brauchen. Wenn auch mal zu Diener Schaden allein wäre, Sterne. Setzt die Mana-Kristalle von beiden Spielern auf 5. Die kann ich mir eigentlich auch geil bei dem Schurken vorstellen, fällt mir gerade ein. Hier mischt ein, also 10 Karten des Gegners für einen Mana in euer Deck und dann spielst du die. Hohoho. Ja. Ja. Todesröchel-Effekte. Okay, wir machen das mal so. Wir gehen jetzt mal in die Standardkarten rein, weil ich habe nichts wirklich gefunden, was mir so einfällt, was ich da unbedingt drin haben wollen würde. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal, mir fällt da was ein. Und zwar, okay, nee, so heißt es nicht. Versuchsobjekt, nicht Projekt, Versuchsprojekt habe ich gedacht. Versuchsobjekt 9. Siliax. Ja, vielleicht machen wir da doch so ein bisschen Mech-Thema rein. Dann wird das so ein Mech-Zauber-Ding, denke ich mal. Mit Geheimnissen und so. Ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, dass es ganz gut wird. Entdeckt die drei oder weniger Kosten. Ich hunger mir lecker, Baron Gaddon. Tja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, ne? Irgendwann weiß man gar nicht mehr, wie man das Deck bauen soll. Okay. Ich denke, ich habe aber schon mal so eine grobe Richtung. Also, wir wollten ja Heilung haben, ne? Gottesschild, Lebensentzug, eure Heilung ist verdoppelt. Sieht eine Vergrößerungsscheine. Wenn euer Held geheilt wird, wird jedes Mal einem zufälligen feindlichen Diener ebenso viel Schaden zugefügt. Die packen wir auch rein. Die packen wir rein. Wenn euer Held in diesem Zug geheilt wurde, verdoppelt den Schaden minimal. Stellt bei allen befreundeten Charakteren links. So, Leben. Lebensentzug. Lebensentzug Eifer können wir gut gebrauchen, denke ich. Stellt bei allen befreundeten Charakteren zwei Leben wieder. Oh, das ist zu teuer. Dann machen wir das so.
Und ich habe zu viel, ne? Brauchen wir die Mechs? Lins Zauber und Heal. Da steht neben dem Zug. Lebenssauger, ne? Lebenssauger, warte mal, Decke sind wir da. Aha. Ne, den brauchen wir doch nicht. Jetzt doch keine Geheimnisse drin. Mechs wollen wir auch nicht mehr haben. Da haben wir nur den Siliax wegen dem Lebensentzug. Weil wenn wir dann die andere legendäre, hier, wenn wir die haben, ne? Und uns dann wieder voll heilen, dann haben wir ja quasi doppelt so viel Leben. Macht das Sinn? So. Steht bei eurem Helden. Okay. Stöpfer im Helden 6 Leben wieder her. So, wir gucken jetzt nochmal in die Paladin-Karten rein, weil so rund verwandelt alle Karten in eurem Deck die 1 Kosten in legendäre Diener. Könnte man auch machen. Ich weiß es nicht. Ansturm, Lebensentzug ist eigentlich auch ganz gut. Aber ich habe auch noch keine Waffe drin, ne? Ich glaube, die tue ich mal wieder raus. Was war das nochmal? Achso. Ich glaube, den tue ich auch mal wieder raus. Tue dafür den hier rein. Und die Waffe rein. Ja, das ist doch mal eine witzige Mana-Kurve, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob das so cool ist hier alles. Ehrlich gesagt war das alles so ein bisschen... Ich meine, ihr habt ja gesehen, wie sich das jetzt hier entwickelt hat. Lins Zauber und Heal. Wir probieren es einfach mal aus. Ist ja nur so ein Just-for-Fun-Deck. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es so gut sein wird, weil es Marke Eigenbau ist und auch keine so wirkliche Win-Condition dahinter steht. Ja, gucken wir mal. Magic Turtle. Eure Seele wird mir gehören. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Behalte ich mal so. Hoffentlich ist kein Discard-Hexenmeister. Das ist mein Job. Aber habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Als Gegner zum Glück. Also. Das ist ganz cool. Ich grüße euch. Quest? Oder nicht Quest? Okay. Könnte Zulok sein. Oder wird es wahrscheinlich. Okay. Doch Discard? Boah, der gibt mir hart, ne? Er gibt mir hart. Ansturm Lebensentzug kostet nur, wenn er in dem Zug geheilt wurde. Oh ja. Yeah. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Beim Heiligen! Ach ja, doch, ich hatte doch eine Waffe.
Ja, egal. Die Waffe hielt mich schon okay. So. Ist doch gar nicht so verkehrt. Vor allem mit der, wenn euer Held geheilt wird, wird jedes Mal einem zufälligen feindlichen Diener ebenso viel Schaden hinzugefügt. Und die ganzen Life-Drain-Dudes, die heilen mich ja. Und die Waffe, die heilt mich und so. Und das, ja, kann ich mir vorstellen, dass das gar nicht so... Eben habe ich ja noch gedacht, das wird nichts. Aber jetzt, wo ich die Combo auch gerade gesehen habe mit den beiden, ne? Vielleicht schon. Ich frage mich, ob... Ich grüße euch. So viele Möglichkeiten. Euer Gegner ist nicht mehr da. Noch 7. Für die Gerechtigkeit. Noch 2. Beim heiligen Licht. Euer Gegner ist nicht mehr da. Ach. Das arme Handy, was da gegen die Wand geklatscht wurde. Oder der Rechner, der aus dem Fenster geflogen ist. Ich glaube, als nächstes spiele ich die Waffe hier. Ja, ich mit überwältigen, also die Totems überwältigen kann und dann. Ja. Yep. In den Kampf für die Gerechtigkeit.
Das Coole ist, der ist jetzt verstohlen. Und im nächsten Zug kann ich hier dicke Combo machen. Das war so meine Idee. Im nächsten Zug habe ich 7 Mana, dann spiele ich einen Zauber für 7. Kommt ein 7-7 Tiger, so wie ich das verstanden habe. Und ich kriege noch den Effekt. Krass. Für die Gerechtigkeit. Im Namen des Lichts. Zeit zum Schießen. Für die Gerechtigkeit. Ja, dafür muss ich erstmal wieder 3 Damage kriegen. Ah, das Deck läuft erstaunlich gut, oder? Ich meine, gut, ich bin jetzt auch auf Rang 19 runtergedroppt, ne? Da muss ich auch mal zusehen, dass ich das ändere, aber im Prinzip läuft das erstaunlich gut. Ich hätte gern die Legendäre, dass mein ganzes Leben in Rüstung umgewandelt wird. Wenn ich die jetzt auf der Hand kriegen würde, wäre richtig geil. Das hier wird hoffentlich mein Board clear werden. Ich im nächsten Zug, wenn ich Damage gefressen habe, mich heilen kann damit. Oh yes. Das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Verderbt die Bäume. Verpestet den See.
sind mein Schild. Die Loa sind mein Schild. Melde mich zum Dienst. Beim Heiligen. Beim Heiligen. Ach, schön. Ich mag es, wenn ein Plan funktioniert. Fröschchen 1. Was? Er hat beide Fröschchen auf der Hand. Das ist natürlich überaus mies. Das Deck braucht noch irgendwas, was den Gegner kaputt machen kann. Krass. Auszeit. Du kannst mich nicht damagen. Ja, aber das Blöde ist, ich habe halt nichts, womit ich ihn kaputt machen kann, ne? Ach, wäre das schön gewesen mit der Rüstung. Blöde ist, er kriegt halt die ganze Zeit Zauber for free und kann mein Board die ganze Zeit kaputt machen. Sonst würde es gar nicht so mies aussehen. Dieser Dschungel birgt viele Geheimnisse. Ja, Kinnas, da komme ich nicht mehr durch jetzt. Ungo gehört den Titanen.
zum Spiel. Ich werde euch schützen. Ich bin stark mit euch. Ich habe nicht genug. Also, ich sag mal so. Ihr habt ja gesehen, so schlecht ist das Deck nicht. Aber man hat keine so wirkliche Win-Condition. Ich muss da noch irgendwas einbauen. Ups. Ich muss da noch irgendwas einbauen, was halt dafür sorgt, dass ich das Spiel auch gewinne. Weil im Prinzip habe ich hier dafür gesorgt, dass ich überlebe. Die ist natürlich ziemlich cool, habt ihr ja gesehen, ne? Da hatte ich da zwei 10-10er, also eine 8-8er und eine 10-10er mit Spott. Weil ich die eine auch hochgebufft hatte mit der Waffe hier. Mit der. Schade, dass wir die nicht in Action gesehen haben. Die hätte ich echt gerne in Action gesehen. Ja, auch Kombo-Potenzial hier. Also ich denke schon, das Deck ist ganz cool so. Aber da muss ein bisschen noch mehr Synergie her. Mana-Kurve gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Hat sich auch nicht irgendwie komisch oder schlecht angefühlt im Spiel. Ihr habt es ja gesehen, ich habe mich sehr gut gehalten. Nur, ja, da muss noch irgendwas rein, womit ich das Spiel gewinne. Vielleicht sogar Isera, habe ich überlegt. Oder Lich King oder beides. Dass ich dafür vielleicht hier die Tiger wegmache oder sowas. Mal gucken. Eure Ideen würden mich interessieren. In den Kommentaren würde ich mich drüber freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.